Hallöle, ich werde heute die Bürsten von Juni waschen. Dann starten wir auch gleich schon mit dem Video. Zuerst tue ich mal alle Bürsten hier irgendwie in die Badewanne rein. Den Handschuh mache ich auch mit. Den Schwamm, der ist hier voll fest. Auch mit rein. Rufkratzer werde ich nicht mit rein tun, weil in den Gelgriff sonst das ganze Wasser laufen würde. Hier habe ich die Bürste aus Holz, die kommt auch nicht rein, wird dann einfach nur so gewaschen oder so. Ich tue sie so rein. Dann sieht der Putzkasten eben so aus. Also nicht ganz so. Dann mache ich jetzt ein bisschen so einen Neutralreiniger rein. So, das reicht, denke ich. Und dann werden die Bürsten jetzt einmal Neutralreiniger. Zwei Bürsten hauen hier ab. So. Die werde ich dann gleich im Waschbecken auch nochmal abwaschen. Weil sonst sind sie sauber. Das Wasser ist auch schon ordentlich dreckig. Das Band ist auch schon dreckig. Das Ding ist halt, ich kann hier auch nicht reinsteigen oder sowas. Und das ist halt nicht ganz so cool. Weil man sich dann irgendwie verbiegen muss, um halbwegs gut an die Bürsten zu kommen. Klar, mir ist bewusst, die Sachen werden nicht so sauber wie beim Kauf. Aber sie werden immerhin schon sauber. Ich gehe mir mal die Hände waschen. Ich habe mir mal hier eine Schüssel mit etwas Wasser geholt. Ich stelle sie jetzt da mal einfach rein und werde darin jetzt die Bürsten ein wenig sauber, ein wenig entschaumen. Ich befürchte, da brauche ich noch etwas mehr Wasser. Hä, warum ist die Bürste hier nicht richtig sauber geworden? Mehr Wasser rein. So, jetzt ist mehr Wasser drin. Jetzt geht's auch leichter.
weiß ja nicht, wo ich ihn hinlege. Dazu gibt es einen kleinen Bruder. Robby? Was? Legst du mir mal das grüne Handtuch da hier hin? Warte, ist das so fest? Ja, warte. Leg das mal hier hin. Danke. Stopp das rein. So. Und die Brühe sieht lecker aus, wie ihr sehen könnt. Ich bin auch ein bisschen nass. Und die ganzen Sachen hier werde ich jetzt noch so ein bisschen mit dem Tuch abwischen. Und dazu werde ich diese Zitronentücher nutzen. Das jetzt einfach mal machen. Ich gebe mir das so überall Haare. Werde ich euch natürlich am Ende auch noch zeigen, was alles von den Sachen wieder in meinen Putzkoffer kommt, welche Sachen einfach draußen bleiben können aus bestimmten Gründen. Zum Beispiel dieses Antibrummen für Menschen wird draußen bleiben. Und das Insektenspray, das momentan sehr, sehr lecker aussieht. Was ist da rein? So. Überall sind Haare. Schlimm. Ja. Und Spray wird auf jeden Fall bleiben. Denn das kann man ja immer mal gebrauchen. So, ich habe ja gestern meine Putzsachen gewaschen. Und ich werde euch jetzt nochmal zeigen, was ich reinmache und was nicht. Das Fliegenspray für mich und für Juni habe ich schon oben, weil das brauchen wir momentan eigentlich nicht, weil es ist ja Herbst bzw. Winter. Dann zeige ich euch jetzt, was wir reinmachen. Als erstes kommt in den Putzkoffer das Mähnenspray. Das lege ich hin. Dann die Mähnengummis in Schwarz. Und in Weiß. Dann kommt die Mähnenbürste. Dann kommt die Hufbürste mit rein. Die Wurzelbürste. Der Eisenschlägel, Federschlägel. Mein Hufkratzer mit dem Gelgriff. Ich habe noch einen Hufkratzer so lose im Spind liegen. Dann der Nadelstriegel, die Magic Brush, mein Gummistriegel, der Handschuh, meine Kadetsche kommt auch noch rein, aber ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber die ist noch leicht nass, genau wie der Schwamm. Der Schwamm wird aber wahrscheinlich nicht reinkommen. Nee, der Schwamm kommt nicht rein. Aber die Schmusebürste. Ach. Hier. Erkennt man jetzt, erkennt man nicht so gut.
Da steht noch Juni. Und dann kommen vielleicht noch so eine kleine Box mit Leckerchen da rein. Und das alles, bis auf den Schwamm, kommt in meinen Putzkoffer. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren, dass ihr kein Video verpasst. Natürlich könnt ihr mir auch auf Insta folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.